Willkommen zu Star Wars Show. Ihr wisst, Aria Movie, Sondersender, Ultra HD, Web TV aus NRW. Und wir sind jetzt bei E8 im Streaming. Rey geht einfach durch die Macht. Rey macht einfach. Rey denkt überhaupt nicht nach. Aber alle wissen, irgendwas stimmt nicht. Diese Sendung ist gemacht, um vielleicht den Hasser zu erklären, dass, wie gesagt, Finn und seine neue Freundin da auf dem Weg nach einem Codeknacker unterwegs sind und auch Chewie mit Rey versucht, mit dem Falken nach Hause zu kommen. Natürlich soll Luke mit, aber Luke kommt nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer kennt nicht Fleetwood Mac, Heldin Stevie Nicks? Stevie Nicks soll laut Amerika erst die Grieb, ist klar, man versucht Schauspieler zu finden, die Lea. Und da sind wir schon am Punkt. Nun, der Sohn von Lea, Monsieur Ben und auch Rey, die miteinander kommunizieren. Rey sieht, Ben sieht nicht. Und unter uns Snoke. Snoke. Also wenn man sich E8 ansieht, das ist jetzt ein Stream exklusiv für euch, um jetzt in diesen Film einzusteigen, mit euch zu diskutieren und aufhören zu terrorisieren. Also Theorie, 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 Theorie. Meiner Meinung nach sollte man nicht einen Film personalisieren, auf einen Typ zuschneiden. Bei Marvel ist es schließlich auch passiert, dass man die Helden weggenommen hat. Dort sind die Helden weg. Da ist kein Held mehr. Spider-Man spielt schon wieder ein anderer, Hulk spielt schon wieder ein anderer Schauspieler. Vielleicht wird auch irgendwann mal Thor ausgewechselt, aber im Moment bleibt der Schauspieler. So, wir bleiben bei Star Wars, wir bleiben bei Star Wars 8, der Jedi, der letzte Jedi. Wir wissen, wie ausgegangen ist. Das Schöne an der Geschichte hier ist, dass beide sich unterhalten und dass, wie gesagt, er auch spüren kann, er auch hingehen kann. Seine Hand war nass, Ben. Und wie gesagt, jeder versucht seinen Part zu machen. Aber unter uns, wenn ich höre, oder beziehungsweise wenn ich lese, ich bin ein Köter, also Ben ist ein Köter, Ben ist ein Kind mit Maske. Ich meine, was soll das sein? Was soll das sein? Gut, er hat gespürt, Snoke hat es gespürt, dass Ben gesagt hat, du kannst mich mal, zack. So, andere wollen, dass Snoke zurückkommt. Snoke hat überhaupt keine Bedeutung. Ich meine, springen wir doch mal zurück in Jahr 79. 79 hätten wir jetzt hier gesessen, so wie wir jetzt hier aussitzen. Natürlich hätten wir nicht diese Perfektion an Technik. Hier ist absolute Perfektion an Technik, die jetzt hier für diese Sendung hochgefahren wurde. Ich kann genau sehen, was abgeht. Man ist im Casino, man schmeißt die Dinger durch die Gegend. Alles erfreut sich. Und wie gesagt, Finn und seine liebe kleine Freundin sind dort angekommen und marschieren jetzt in eine wunderbare Kamerafahrt bis hin zu dem, der das trägt, was er trägt, nämlich der Codeknacker schlechthin. So, wir wissen, was daraus geworden ist. Wir wissen alles. Aber für die, die es nicht wissen, ihr seht es, was da geschieht. Und wie gesagt, Finn ist für alles zu begeistern. Aber unter uns, Finn war doch in E7 schwerst verletzt. Und laut allem drum und dran hat er ja in der Wirbelsäule etc. pp. Da doch eine Wahnsinnsoperation bekommen. Und somit hätte er auch ein paar bessere Fähigkeiten bekommen. Aber seine neue Freundin hat ihn ja mit einem Schocker so richtig flachgelegt. Und wenn man gesehen hat, wie er da abgegangen ist und wie er an die Wand geklatscht ist, also da hätte man sich auch fragen müssen, was ist mit seiner Wirbelsäule. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Lea sollte in E9 erscheinen. Lea sollte in E9 da sein. Und wir sollten auch froh sein, wenn Snoke nicht erscheint. So, Rücksprache mit Disney und den Verantwortlichen in Amerika. Also in Amerika, da ist Star Wars auf einem
völlig anderen Level wie hier in Deutschland. Seid mir nicht böse, hier in Deutschland wird weder so eine Show gemacht, da wird sich weder drum bemüht, da versucht jeder irgendwie Geld zu machen. Meiner einer, euer AWR-Movie, der beruflich involviert ist, seit 77, will jetzt hier einfach nur einen schönen Videoclip machen bei YouTube und mit euch diskutieren, und zwar hier bei Star Wars Community. Star Wars Community wurde schon ein bisschen hin und her, und viele sagen auch, dass die genannte auch wirklich, ja, die genannte wäre auch wirklich was für Leia. So, als YouTuber, Facebooker und Instagrammer ist es also so eine Sache, eine Sendung hochzufahren, mit euch zu kommunizieren und dann zu sagen, hör mal, hier Star Wars ist ein Fantasy-Sci-Fi, weil mit Rücksprache dieser Regisseure ist das jetzt eine Regiearbeit. Diese Regiearbeit ist nicht mehr George Lucas, es ist also nicht mehr einer wie Francis F. Coppola oder Spielberg oder halt Lucas und so weiter und so fort. Also keiner mehr Indikator für einen Film. Also keiner kann man sagen, das ist jetzt Lucas. Nein, nein. Und deswegen spricht man demnächst von einem sogenannten Fantasy, Sci-Fi Fantasy. Zukünftige Fantasieausbrüche in einem Universum unter dem Haupttitel Star Wars, Krieg der Sterne. Weder Krieg der Sterne, weder Star Wars wird irgendwie lastig werden, sondern es wird irgendwas da zu sehen sein. Ob nun Rey da... Rey hat an sich ein Saber in der Hand, das hätte an sich Luke auch wissen müssen. Und diesen Lasersaber, den sollte man irgendwann mal aktivieren, den sie da dauernd nimmt. Jetzt nimmt sie natürlich seinen Saber. Aber wenn man die ganze Sache sich anschaut, über diesen Saber, der mal in Blau und in Grün und wie gesagt, mal Anakin seiner war, sondern auch Luke seiner war und demnächst auch zerrissen wird durch den Kampf durch Ben und Rey. Unter uns, wie Rey in die Dunkelheit stieg, eine riesige, was weiß ich, ein Ich, ein langes Ich konzipierte, daraus ein sehr langes Ich wurde und sie nachher zum Schluss sich auch selber sah. Es gibt jetzt keine 4, 5 und 6 Sprünge. Ja? Man kann da alles hineininterpretieren, aber Star Wars entwickelt sich. Star Wars ab 2015 wird anders, beziehungsweise E7 ist anders. Das war Machen, die Macht ist erwacht. Ich meine, alles darauf hindert. Ich meine, wie vorhin der Film anfing, ja? Wie Hux verarscht wurde, ja? Hey, Hux, diese komischen, schmalen Typen da, ne? Also wie er da versucht hat, den da fertig zu machen und nachher die Türme zerschossen hat. Also, es ist eine Menge zu sehen. So, Luke spricht mit ihr und versucht ihr was beizubringen bzw. was zu erklären, aber wenn man diese gesamte Erklärung mal so richtig intensiv sich anschaut, stimmt vorne und hinten, stimmt aber nicht. Irgendwie stimmt das alles gar nicht. Wo soll denn Rey überhaupt in sich diese Macht, sie führt diese Macht, erbarmungslos, hemmungslos. Sie ist, ja, sie denkt da gar nicht drüber nach, die springt da einfach rein, er ist entsetzt, ja, Luke ist entsetzt, schreit da rum, das habe ich nur bei Ben gesehen und da ist er ja regelrecht ausgerastet beim Ben. Und wenn man jetzt die ganzen Vorstellungen sich anhört, also ihr merkt, ich bin heute mal so tief reingegangen, dass ich jetzt gar nicht weiß, wie ich euch das alles so rüberbringen soll. Ich möchte euch natürlich E8 nochmal näher bringen, weil da hat sich gewaltig was getan mit E8, weil das passt alles nicht. Das hat mit Kanon und Legends und alles gar nichts zu tun, wenn man sich das Ganze mal anschaut, wie die sich unterhalten. Monolog, Dialog, Prolog passt irgendwie nicht. Weil wenn ich ein mächtiger Master bin, dann kenne ich mich aus. Ich weiß, was eine Macht bedeutet und dann frage ich nicht, was machst du hier? Ja, er fragt Rey, was machst du hier? Ja, und dann sieht man, wie er ausrastet, man sieht, wie er versucht hat, da den Ben zu zerstören, zu erschlagen. Ich meine, wenn man Old Republic gelesen hat, was da geschehen ist, wer da sich gegenseitig
umgebracht oder ins Koma geschossen hat. Der Star-Lord, der Star-Killer bei Old Republic. Hallo! Das hat doch alles gar nichts zu tun. Ich meine, er sagt, wie alles geschehen ist. Er sagt, dass die Jünger weg sind. Und man hat ja gar nicht gesagt, wie viele Jünger er hatte. Ja? Luke hat einen Tempel errichtet, wo er auch den Ben. Lange Rede, kurzer Sinn. Unter uns. Wenn man jetzt diese neuartige, okay, Fleetwood Mac Sängerin, als Schauspielerin, wenn sie das macht, wäre super. Dann könnte man die Story setzen und man könnte auch eine neue Story bauen. Denn die Geschichte war an sich Han Solo und Luke Skywalker. Zwei Familien, die da entstanden sind durch die Eheleute Leia und Han Solo. Man könnte dann vielleicht endlich mal dem Luke auch eine Sith-Lord-Dame zukommen lassen, die er auch geheiratet hat, aber in Wirklichkeit ausgebildet worden war von seinem Vater Darth Vader. Aber egal, das ist wieder Old Republic. Aber lange Rede, kurzer Sinn, man könnte die Filme zusammenschmelzen, man könnte sie anders machen. Ich meine, jetzt hier in dem Kampf, wie Snoke mit seinem großen Gefährt darüber düst, man hätte ihn sofort angreifen können und dann, also man hätte alles anders machen können. Auf Deutsch gesagt, ist aber nicht. Wir müssen jetzt bei dem Film bleiben, wir müssen jetzt hier bei Hux bleiben, der da vom Snoke einen drüber gebraten bekommen hat und der nachher einen drüber beraten bekommt von, ja, den kenne ich auch nicht. Ah ja, genau, er schießt ja jetzt die anderen und sie ist ja die Stellvertretende von Leia. Und ich meine, in 8 hat man ja schon Leias Tochter sozusagen, also Carrie Fishers Tochter, die ihr auch gerade sehen konntet, da ist sie wieder in den Fokus gesetzt. Also hat auch ihre, ne, beiden Knüppel da oben als Haarfrisur. Ich weiß gar nicht, wie ich heute mal einstehe. Ich habe so intensiv diesen Stream mir angeguckt. Wenn ich alles zusammenrechne, mindestens 12 Mal. Ich sehe ihn jetzt zum 13., 14. Mal. Und jetzt, wo ich versuche, mit euch zu kommunizieren, hier in dieser Sendung, über das Ganze, und wenn man sich das Ganze anschaut, ich gehe mal nochmal rein in die Community. So, ich freue mich, mit euch darüber zu sprechen in der Star Wars Community. In der Star Wars Community, und dafür ist die Sendung jetzt gemacht, ist auch gerade ein ungelesener Beitrag eingefahren. Und muss man eben können. So, also wie gesagt, es geht um Episode 9, Stevie Nicks, Like New Leia. Also man bemüht sich, dass Stevie Nicks, die Sängerin von Fleetwood Mac, die jetzt nach 10 Jahren erschienen ist, vielleicht hat es damit zu tun. Sie ist nämlich auch jetzt wieder on stage, sie macht wieder Musik, sie ist nach 10 Jahren Abstinenz, war sie weg, wer sich dafür interessieren sollte. Meiner einer, 1979, 20 und wie gesagt 1999 mit 40 noch einmal, also 1979 Star Wars richtig gemacht unter Regie von Lucas, 1999 nochmal riesen PR gemacht, auch unter Regie von Lucas. Und jetzt seit 2013 total raus und versucht, so eine Deutsch-Sendung zu machen, war damals kaum möglich, weil wenn man beruflich involviert, muss man immer fragen, du, ich habe da eine Idee, darf ich die machen? Jetzt bin ich frei, Freischaffender, und ich habe diese Idee, ich habe diese Sendung, und diese Sendung ist schon sehr alt, seit der CeBIT 95. Und jetzt nennen wir uns ja alle YouTuber, damals Dailymotion und Kiwego und wie alles so geheißen hat. Und so war ja auch Star Wars. So, das ist der super Codeknacker. BB-8 macht da seinen Granatwerfer aus Gold. Riesen Slapstick, riesen Komik. Alle haben gelacht. Vorher haben wir gesehen, wie BB-8 da fleißig von einem Besoffenen gefüllt wurde. Und dieser Codeknacker da holt sich das und sie befreien die Tiere. Sie reiten, sie zertrümmern auf eine Art Klamotte. Na? So, hat irgendwie mit den alten mystischen Sätzen, mit den mystischen Dialogen überhaupt nichts zu tun. Also damals sprach man nicht von einem Köter, ja, oder von einem Kind mit Maske, nö, also da sprach man nicht.
Man war also etwas würdevoller. Und im ersten Teil war das ja so etwas mehr wie Jesus Superstar, ne? Im ersten Teil, dieses Wagenrennen mit Ben Hur. Ja? Also die Ableitungen bleiben immer. Nur jetzt stelle ich fest, wenn ich solche Sendungen sehe, auch mit dem kleinen Jungen, der später so eine Art Macht hat, der Junge, der gerade schließen wollte und es nicht tat, ja, der halt irgendwie auch in der Schlussszene irgendwie vorkommt, sie zeigt den Ring, wir kommen von der Rebellion sozusagen, wir sind diejenigen, welchen die das alles zerstören wollen und so weiter. Und auf eine Art, also ich habe wie gesagt diese Dialoge, Monologe und das Ganze mir mal intensiv angehört und habe festgestellt, da passt alles vorne und hinten nicht. Wie soll ich erklären? Recht hat Luke. Luke hat Recht, indem er sagt, er ist nicht der letzte Jedi. Er hat Recht, dass die gesamten Sätze, die dort gesprochen werden, nicht stimmen. Er hat Recht, was soll er auch machen? Oder was hätte Luke machen sollen? Ja, da kommt eine junge Dame auf ihn zu und sagt, hör mal, deine Schwester will ich sehen, komm mal vorbei, komm mal mit. Ey, hast du nicht zugehört? Er redet dann da von seinem und erklärt sich, wieso, weshalb, warum. Die jumpt da in die dunkle Zone, schwimmt da durch, guckt sich an, fragt sich dann, ja, toll. Ne? Aber irgendwie lässt man die Herkunft, sie kann nicht je einem Schrotthändler gehören. Sie ist vielleicht von Schrotthändlern entführt worden als Kind und dann verkauft worden, ist richtig. Sie wird sicherlich auch irgendwo herkommen. Weil auch Anakin als Kind hatte seine Blutlinie da, man hatte sie untersucht, das sogenannte Blut, und hatte rausgefunden, was ist denn da eigentlich abgegangen. Ich versuche es mal auf die Art, ich will jetzt nicht so einstellen, wisst ihr, wenn ich mir das ganze YouTube hier ansehe, wenn die Leute da ihre Geschichten da erzählen und alles, dann ist es eben, ne? Also die YouTuber hier erzählen von ihren Meinungen, dass das so sei, was aber nicht sein könnte, weil das geht alles gar nicht, was die sich da ausdenken. Die mischen also alles zusammen. Auf eine Art ist es ja auch alles zusammengemischt, wenn man auf der Seite sieht, The Rebels, alle vier Einheiten, also alle vier Staffeln, jetzt das hier sieht, und wenn man überhaupt Sci-Fi-Filme, also zukünftige, also Sci-Fi-Filme guckt, und so wird auch Star Wars eine Sci-Fi-Fantasy-Geschichte werden. So wie jetzt hier Lost in Space nochmal gemacht. Und ja, Star Wars. Demnächst gibt es auch Star Wars TV und dann sollen wir mal sehen, was da abgeht. Ne? Die Star Wars Story zum Beispiel bei Vimeo ist komplett anders gestaltet. Wie jetzt heute kam wieder eine Star Wars Story, eine komplett andere. Ich mache mal den Ton weg. Ne? Das ist Han Solo. Wunderbar gemacht, dieses düste Western-Art, dieses bräunliche. War ja früher so wie Spiel mir lieb vom Tod oder Bud Spencer. Ich mache jetzt den Sound weg. So, wie gesagt, ich habe auch gerade einen ganz neuen Trailer gesehen in Amerika. Auch klasse gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich ihn habe, dann gebe ich ihn auch mal frei in der Community. Wie gesagt, ob Obi-Wan Kenobi käme, wäre es nicht schlecht, wenn Leia dabei bliebe. Es wäre toll, wenn man eine Geschichte erfinden würde, Han Solo, Leia heiraten, kriegen Kinder, geht los, man sieht und so weiter. Und man hört das nicht, was geschehen, sondern man erlebt es, was geschehen. Man sieht auch, wer da die Jünger waren und woher diese Jünger kamen. Und man sieht auch, wen Kylo weggenommen hätte an Jünger. Ja? Und man hätte auch gezeigt, Kylo bei den Ritter von Ren. Die hat man nämlich jetzt zum Beispiel bei 8 überhaupt nicht. Da redet auch keiner mehr von den Ritter von Ren. Von irgendwo muss er herkommen. Er hat ja ein bisschen Macht. Er ist der Enkel. Ja? Er ist der Neffe. Er ist der Sohn, ja, und die Frage lautet nur, was soll das alles, ne? Ich, wie gesagt, ich sehe jetzt hier Han Solo als Film, sehe dort 8
und mischt das jetzt auch mal alles so zusammen, wie man das zusammenmischen könnte, was man daraus macht. Jetzt spricht Luke gerade mit Leia und Leia spricht gerade mit Luke und sie wird wach und somit sollte sie bei 9 wieder da sein. Man sollte sie nicht entfernen. Also ich wäre froh, wenn man eine Schauspielerin findet, die Leia verkörpert. Wir müssen runterkommen von diesem Schauspielerkult. Ja? Carrie Fisher hat das auch nicht gemocht. Sie wollte gar nicht die Prinzessin sein, sondern sie wollte Carrie Fisher sein, ihre Bücher verkaufen und Schauspielern und so weiter und so fort. So, da hat sie auch vollkommen recht, aber wie Fans nun mal sind, haben sie total reduziert. Wie er da mit seiner Strampelhose gerade durch die Gegend gerannt ist, unser Kylo Ren, wurde natürlich sofort viele Fotos gemacht mit seiner Strampelhose da und muss ich nicht drüber eingehen. Also worauf will ich heute hinaus? Ich will heute hinaus, dass, wie gesagt, ein heilloses Durcheinander bei dieser Art von Star Wars herrscht. Ja, einer möchte eine Darth Vader Star Wars Story haben im Jahre 2019, hat er auch extra ins Leben gerufen. Also wie gesagt, man will immer dieselben, man will einfach nicht akzeptieren, dass man Star Wars zu einer Fantasy-Sache machen kann. Nein, man will Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, man will wirklich das Uralte. Ja, und wie gesagt, es gibt ja eine Darth Vader, es gibt auch eine Darth Vader Story, die gibt es ja, aber eine neue, ich weiß nicht, The Rise of the Darth Vader, ja, The Rise of the Darth Vader möchte man unbedingt haben. Soll Star Wars, wie gesagt, nur noch Han Solo sein, Luke Skywalker, Leia, Han Solo, nur diese Figuren? Oh nein. Also meiner einer ist der Meinung an alle Regieassistenten, macht was daraus, lasst diese beiden jetzt, keine Ahnung, von mir aus ein Paar werden, oder lasst diese, wie gesagt, verschwinden. Kylo will, dass die Vergangenheit verschwindet, man erzählt uns das ja. Ja, die Macht ist erwacht, eine neue Ordnung ist da, die Vergangenheit soll man liegen lassen und so weiter und so fort. Und ja, also, wenn jetzt der große Schnitt kommt und wenn dann vorbei und dann 10, 11, 12 diese Regie, dann was weiß ich, die andere Regie, dann die Fernsehgeschichte, die Fernsehstory, dann die lebendige Story. Bei Rebels springt man in den Zeitsprung, holt Ahsoka zurück. Man könnte hier auch einen Zeitsprung im Real machen und somit wäre Leia wieder da und würde dann Han Solo heiraten und so weiter und so fort. Also ein Hin und ein Her. Man kann auch The Rise of the Darth Vader machen, könnte man. Wäre ich also jetzt auch nicht unbedingt, müsste nicht sein, immer nur Darth Vader. Ich meine, Kylo hat es nicht geschafft. Kylo als Figur ist nicht so anerkannt. Ja. Darth Vader als Star Wars Story, naja, schauen wir mal. So, ich beende das, sie ist jetzt da in ihre Sache, wo ich gerade sagte, sie ist einfach rein, sieht sich jetzt selber in ihrer Unendlichkeit und macht da Schnipp und schaut und greift und stellt fest, ja genau, was stellen wir fest? Was stellen wir fest in der Szene? Sie ist in der dunklen Seite und was heißt denn das? Ist sie absolut dunkel, absolut hell? Sie ist beides? Sie ist unberührt? Ist sie unberührt? Sie kann selbst entscheiden, ich werde jetzt böse, ich bleibe jetzt lieb und nett. Kann das sein? Und damit gehe ich jetzt aus dem Film raus und frage euch, wird Star Wars eine Sci-Fi-Fantasy-Geschichte? Reines Sci-Fi-Fantasy. Und hat gar nichts mehr mit dem Mythos 4, 5 und 6. 1, 2 und 3 jemals was mehr mit zu tun. Also diese Unendlichkeit, sie sagt ja selber, diese Unendlichkeit wird irgendwann stoppen. Aber wo stoppt es? Egal was sie macht da, sie spricht gerade mit sich selber, ja, sieht sich mal selber, wünscht sich ihre Eltern, die Wahrheit über ihre Eltern. Ich meine, die Regie macht es gut. Man kann jetzt in neuen reinpacken, was man will. Und J.J. Abrams wird es sicherlich tun. Ich will hoffen, dass J.J. Abrams irgendwie eine Leia konzipiert, eine herstellt, eine darstellt, eine holt. Am liebsten hier die von Fleetwood Mac. Nix. Wisst ihr, lieber die Nix als gar nichts.
Und eine komplett andere Story, weil irgendwie müssen wir aus der Nummer raus. Kyle muss raus, Rain muss raus, Finn muss raus, ja. Ja, wir müssen irgendwie alle raus. Egal wie. So, und ich bin jetzt auch raus. Macht's gut, Leute. Mit dieser Szene, wo Ray in der Dunkelheit ist und mit sich selbst spricht und feststellt, da ist doch gar nichts, da ist nichts. Audio Jungle.